Die Geschichte von Indira Ranamagar, gelesen aus dem Buch Stories for Kids Who Dare to Be Different, vom Mut, anders zu sein, von Ben Brooks. Erwachsene, die in Nepal ins Gefängnis kommen, müssen häufig ihre Kinder dorthin mitnehmen. In den Haftanstalten ist es schmutzig, eng und gefährlich, und die Kinder können weder zum Arzt oder zur Ärztin noch zur Schule. Sie haben kaum zu essen und erst recht keine normale Kindheit. Das wollte Indira nicht hinnehmen. Als Kind einer armen Familie durfte Indira nicht mit ihren Brüdern zur Schule gehen, weil sie ein Mädchen war. So musste sie sich selbst das Schreiben beibringen, indem sie mit einem Stock Buchstaben in die Erde kratzte und sich so viel wie möglich aus den Schulbüchern ihrer Brüder abschaute. Schließlich wurde sie doch in die Dorfschule aufgenommen und entwickelte sich dort zur Klassenbesten. Später wurde Indira Lehrerin und unterstützte die Frauen in ihrem Dorf beim Lesenlernen. Da ihr das aber noch nicht genügte, reiste sie in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu und traf die Menschenrechtsaktivistin Parijat. Sie zeigte ihr, wie schlimm es in den Gefängnissen aussah. Viele Häftlinge waren wegen Kleinigkeiten verurteilt worden, etwa weil sie aus Hunger etwas zu essen gestohlen hatten, und etliche andere litten unter psychischen Krankheiten. Indira wollte nicht tatenlos zusehen. Um Kindern zu helfen, deren Eltern hinter Gittern saßen, gründete sie Prisoners Associates Nepal. Sie eröffnete 10 Kinderheime und 2 Schulen und hat inzwischen über 1600 Kinder gerettet. Im Augenblick sorgt sie für rund 500 Schützlinge. Mit der gleichen ruhigen Entschlossenheit, mit der sie als kleines Mädchen einen Buchstaben nach dem anderen in die Erde ritzte, verfolgt sie bis heute ihre Ziele. Jedes Kind sollte in Würde leben können, sagt Indira. Dafür kämpfe ich. Das ist mein Traum.